Zurück im weißen Frostland, Freunde, bei Pokémon Legende Arceus sind wir auf der Suche, auf einer vermissten Suche genauer gesagt. Aber hier scheint zwar ein bisschen was versteckt zu sein, aber nichts, was irgendwie finden können. Und nichts, was irgendwie eine vermissten Suche auf sich hätte. Okay, ist auch egal. Gehen wir mal hier hin. Versuchen es von hier aus, wa? Weil ich hier gerade auch nichts finde. Nach dem Dorf, nein, du einfach nur noch einem blauen Signal folgst. Gut, sagen wir ehrlich, das kann theoretisch überall sein. Das Blau hat hier eigentlich. Oh, da ist noch ein Elite Suisnebel. Ah, in der Nähe ist es. Elite Suisnebel! Haben wir sogar schon mal gegen das gecatcht? Oh! Wollte eigentlich das andere einsetzen. Ups! Das könnte sogar das gleiche sein, genau! Nee! Weil ich habe ja Sneepers noch gar nicht richtig trainiert. Also insofern ist es vermutlich noch dasselbe Level. Ach du Scheiße! Ja gut, dann ganz ehrlich, dann switch mal ganz kurz. Es kann immer nicht angreifen, krass. Ja gut. Aura schwingen. Ich meine, das Kampfgift, das ist von der Psychoattacke einmal und ist futsch. So, zurück hier haben wir gerade den blauen Ding gesehen, genau, perfekt. Da oben, irgendwo da oben ist es. Das ist noch Schnurgarst, okay. Da unten? Ja. Au! Ist das die Höhle, wo wir schon mal waren? Ja, sind wir genau dieselbe, aber der Eingang ist ein anderer. Oh, du bist es. Bin ich allein, dich zu sehen. Bitte dürfen wir zusammen mit Sneepers nach oben. Führen und Tor. Hä? Natürlich eine Elite. Wie könnte es anders sein? Oh! Damit er ganz kurz Pokémon auswitschen? Natürlich nicht. Vor allem, das ist ein Psycho-Flug-Pokémon. Das kann nur schief gehen. Das finde ich halt ein bisschen kacke bei sowas, weil... Woher hätte ich wissen sollen, dass hier ein Fionnto ist? Und ich kann die Pokémon nicht switchen, ich kann gar nichts machen. Ist aber sofort tot, fertig. So, das ist doch scheiße, also. Axanthor killed with fire. With Nahkampf, Entschuldigung. Nein, sie überlebt! Okay, krass. Warum haben alle Eis-Pokémon hier eine Stallattacke drauf? Was soll der Scheiß? So, komm, Viscogo, du kannst noch ein bisschen hinhalten. Weil ich kill jetzt nicht so schnell. Und währenddessen fange es halt. Vielleicht aber schon Elite, Fionnto Level 64 oder so, aber komm. Das war jetzt so gut geschwächt, ey. Scheiß Viech. Ja, was das betrifft, ich will zurück. Das ist aber schon krass, dass das Sidequest immer noch machen kann, obwohl ich eigentlich aus dem Dorf verbannt bin. Also eigentlich. Ja, was? Du hältst einen Eisstein. Der spezielle Stein muss bei verschiedenen Pokémon entwickeln aus. Er hat ein Schneeflockenmuster. Das Problem ist, der Eisstein kam damals ja mit der siebten Gen raus. Und zwar, also war ja die Generation mit Alola, also mit Pokémon Sonne, Mond und so.
Und wurde ja eigentlich für die Alola-Formen der beiden Kanto-Pokémon Sandan und Vulpix entworfen. Dass die beiden sich auch mit diesem Stein, mit diesem Eisstein in ihrer Alola-Form weiterentwickeln können zu Alola Vulnona und Alola Sandama, die beide auch einen Typus Eis haben. Und dann wurde aber das irgendwie so hingedreht, dass eben Pokémon wie zum Beispiel Folipurp oder Glaciola, die ursprünglich mal in der vierten Gen, ganz ursprünglich mal über so einen, irgendwie so einen Fels in der Landschaft sich entwickeln mussten, konnten sich dann auch über solche Steine entwickeln. Also ein Blattstein halt bei Folipurp und ein Eisstein bei Glaciola. Da hat er wiederum bei den Remakes der vierten Gen nicht ganz so geklappt irgendwie, weil gerade einen Eisstein gibt es in dem Spiel gar nicht. Weil es nur einen Einsatzzweck hätte, dass da keine Alola-Pokémon gibt. Aber Folipurp kann man trotzdem einen Blattstein entwickeln. Und hier wiederum ist es, glaube ich, umgekehrt, weil es gibt hier keine Alola-Pokémon, Alola Vulpix und so. Alola Sandan, das heißt, der Eisstein hier gilt wohl nur, um Evoli zu Folipurp, zu Glaciola zu entwickeln. Ja, lass nach Hause gehen, Bruder. Okay. Wir müssen suchen im Frostland. Und Torfblock. Ja gut, wir haben schon Ursa Luna, aber trotzdem danke. Sage ich natürlich nie nein, Freunde. Okay. Plus Neistein. Sehr gut, sehr gut. Gebrauchen kann man sowas natürlich immer. Wissen wir. Das heißt, es ist scheiß Ballonjagd. Ich gehe trotzdem hierhin zurück. Bei den Kauf neuen Tränken und so weiter und so fort. 5 Sternstücke, krass. Könnte man eigentlich wieder mal die ein bisschen nicht verkaufen, nee, sondern doch Sternstücke schon. Doch, stimmt, die kann man verkaufen. Leistungsstein, lege ich auch mal wieder ab. Ja, stimmt, der war ja so aus die anderen Dinger, die Leistungsstücke. Leistungssand. Die wiederum konnte ich dann zu die hier, also Sternstab, genau. Sternstab mit ein paar Grünstück, Indigo und Purpurstücke kann ich ja selber zu Sternstücken verarbeiten. So war das ja. So, ja, also jetzt haben wir einen Eisstein, wir haben zwei einen Blattstein, das heißt, ich kann mir eben einmal einen Folipurp entwickeln, einmal einen Glaciola. Und ein paar andere Entwicklungssteine, aber ich glaube, Freunde, ich würde tatsächlich noch warten mit Entwicklung der Evolis, weil. Ich weiß halt nicht, ob es hier noch andere Pokémon gibt im Spiel. Also ich kenne den kompletten Pokédex kenne ich noch nicht. Es könnte ja vielleicht sein, dass es vielleicht... Ach, da gibt es doch... Ich weiß gar nicht mehr, gibt es einen Vulpix überhaupt im Pokédex? Da gibt es ja Alola-Formen doch. Deswegen, ich warte mal noch ab. Da werden natürlich schauen, wenn ich ihn jetzt verbraten und dann plötzlich halt... Oh, übrigens, es gibt doch Alola-Vulpix. Dann denke ich mir so, scheiße. Dann würde ich mir in den Arsch speisen. So. Aber machen wir nicht heute. Jo. Da würde ich mal sagen. Und nicht verzagen. Sie da stärken. Ich gehe erstmal ganz kurz hier hin. Warum? Ich hatte ja vorhin irgendwie offscreen, als ich meinen Pokédex durchgegangen bin, gesehen, dass es angeblich einen Eintrag gibt. Oh, das ist natürlich super, hey. Es gibt einen Eintrag zu Hisui Washakwil, der mich ein bisschen verwundert hat. Und zwar steht da was von wegen in der Luft gefangen. Und ich denke mir so, Moment, in der Luft gefangen? Hä? Das würde nur dann Sinn machen, wenn man es eben irgendwo, so wie zum Beispiel auch ein Garados, ein Magnezone, ein Togekiss, die müssen dann irgendwo hier theoretisch geben. Also hier natürlich, Entschuldigung, sondern eben irgendwo in den Luftzug haben die ja fangen. Das heißt, das ist ja hier... Oh, das sieht kacke aus. Das heißt ja eigentlich... Also Level 3 ist okay. Das heißt ja eigentlich, dass es eben so ein Hisui Washakwil auch luftfliegend irgendwo hier geben muss. Und wenn, warum nicht wo? Denke mir halt so. Also am ehesten würde ich sowas hier einschätzen.
So, und ja, der dritte davon ist ein Kadabra. Und denke mir so einfach, warum eigentlich nicht fangen? So, mal gucken. Ich habe davon noch gar nichts. Theoretisch habe ich einen Abra. Ich nehme an, wir dasselbe sein, was sie gerne mögen. Das heißt, ich versuche vielleicht mal irgendwie einen Pilzköder. Jo, klappt. Level 52, auch nicht schlecht. Okay, gereicht, cool. Hätte auch anders sein können, wa? Nein, da muss er ja. Ein Geronimatz, ein Geronimatz. Mann, wo schmeiß ich ihn hin? Doch, da oben ist ja eins. Ein Waschgefühl, das fliegt. Okay. Dafür müssen wir ganz nach oben, wa? Ja, es gibt irgendwie diesen Trick, mit dem man irgendwie durch eine bestimmte Tastenkombination mit Waschgrill zwar nur langsam, aber stetig höher kommt. Habe ich schon mal erwähnt vor ein paar Folgen. Ich habe mir zusammen nicht mal einen Film dazu, also ein Video dazu angeguckt, aber habe noch nicht raus, wie es funktioniert. Das müsste ich mal nochmal bei Gelegenheit mir näher angucken. In einer nächsten Folge, wenn wir da wirklich uns mal um den Pokédex und so kümmern. Da ein bisschen befassen, weil sonst muss ich immer noch den Tempel durch, wenn ich nach oben will. Ja, komm, da ist nicht so, ich war schon viel. Ich glaube, wäre gar nicht mal so schlecht, weil so eines mal doch von da oben, komplett von da oben zu fangen. Da versuche ich mal bei Gelegenheit. So, da ist die Tasche. Dann hat es nochmal eine hier. So. Ein paar Kadabras, okay. Die können jetzt eigentlich relativ easy besiegen, wa? Maxanto, die besiegen nicht mich, ja? Wow, genießen den Zeitpunkt, noch nicht schlecht. Weg, dankeschön. Und Level up. Ja. Komm doch eigentlich hin. Was hat noch eins da drüben? Wo ist es? Nochmal hoch. Hui. Hier auf den Wächter warten quasi. Pseudo-Wächter. Hä? Wer? Wie? Wo? Was? Also, nee, komm. Ich habe gehört, dass der See der Stärke auch mehr Wasser enthält. Allerdings weiß niemand, ob das in den geografischen Gegebenheiten liegt oder ob ein Pokémon dafür verantwortlich ist. Das Pokémon selber wacht über diesen See. Das Flug erlangt den Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Wow, zumindest erzählt man sich das.
Arceus Phone. Arceus Phone setzt der Trümmer ein. Der Fels wurde weggesprengt. Ich frage mich, welche Pokémon da drin auf uns warten können. Jedes Pokémon, das sehe ich, scheint von einem anderen Pokémon bewacht zu werden. Seid vorsichtig. Josh! Xe da, sei so! Getrickten See, was soll er sonst machen? Ein Hisui Zoroark? Ach du Scheiße. Warte mal, Hisui Zoroark ist vom Typ normal. Geil, nehmen wir an, das hier ist vom selben Typus. Natürlich würde ich es auch gerne fangen. Nochmal ganz kurz checken. Oh, Funkstein bekommen wir gar nicht gesehen. Krass. Leistungssand. Wer kriegt den? Bei dem ist gerade irgendwie wirkungslos. Okay. Da macht es auch nicht viel Sinn. Zumindest gerade aktuell nicht. Da macht es auch keinen Sinn. Bei Waschakwil würde es theoretisch Sinn machen. Ich überlege gerade irgendwie eher so KP-mäßig oder so. Sneeboss. Ja, du musst natürlich ein bisschen schneller werden, Kumpel. Muss noch immer noch den Spezialangriff und bei Sneeboss vielleicht den Angriff selber. Jo. Tja, normal Geist. Setze ich auch einen Geist-Pokémon mit Tornupto ein? Nee. Normaler Geist ist irgendwie doof, wa? Da kann ich keine Kampfattacken einsetzen. Normale Attacken gehen logischerweise auch nicht. Geistattacken auch nicht, weil er fängt wieder mit seinem scheiß Geisttypen ab. Axant, mit der Steinaxt eingreift. Wie ist die Attacke schon wieder? Felsaxt, genau. Und darauf hoffen, dass er irgendwie langsam ein bisschen schwächt. Da wäre eine Option. Gut. Der Killing könnte, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, wa? Der Xant hat so einen Boost mittlerweile drauf, da traue ich mir gar nicht mehr. Dann mache ich ja Speed, komm. Bin so ein bisschen abgeschwächt und so, da passt schon. Okay. Das ist übel. Ganz kurzes Pokémon switchen. Nehme ich jetzt Viscogon? Warum eigentlich nicht, wa? Alter. Was wird befreit davon? Ja, natürlich. So sieht man aus. Wer trifft sie nicht, der wäre ganz nett. So, jetzt traue ich mich dummerweise nicht was anderes einzusetzen. Natürlich Stab drauf, auch wenn ich hier auf Stärke jetzt gehen würde. Vielleicht kill ich es damit direkt, der wäre ein bisschen doof. Eigentlich ist es noch so stark zum Fangen, aber was soll ich sonst machen? Okay, Schwein gehabt. Anisui Zoroark, Freunde. Ding, ding, ding. Das Fluchfuchs-Pokémon. Als Kind wurde uns immer erzählt, dass es von fürchterlichem Groll erfüllt ist.
Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Self! Besteht die Prüfung von Self in der Stärkegrotte? Oh. Gut, das ist die Stärkegrotte. Vielleicht muss ich nochmal gegen das catchen oder so. Das heißt, auch wenn es vielleicht oder vermutlich Verschwendung ist, ich gehe trotzdem nochmal ganz kurz rein hier mit dem genau. Das ist die Frage. Ja, ich glaube, ich gehe mit Visco rein. Falls ich irgendwie kämpfen wollte. Komm näher, damit ich dein Wissen auf die Probe stellen kann. Mein Wissen? Adribi, Zuber, die Cognito, Magnet und Zwirklop. Wie viele Augen hat denn jedes von ihnen? Fangfrage, wa? Madribi hat eigentlich hat sie drei Gesichter, also müsste es eigentlich sechs Augen sein, wa? Zuber hat gar kein Auge, Ikognito hat eins, Magneton hat drei, Zwirklop hat eins. Ja, Madribi hat drei Gesichter. Also 3, 0, 1, 3, 1. 6, 0, 1, 3, 1. Geh dir einen Teil des Geistes auf, dass du die Welten bindest. Das ist richtig, wa? Vor allem, er wollte die Augen wissen, nicht die Gesichter. Das war ein bisschen tricky. Eine Selfie-Kralle. Okay, Feder fängt an Kralle. Und jetzt gehen wir raus oder was? Man steht hier gar nichts. Unglaublich, Mann, du bist so cool. Ja, ich weiß. Also bin ich halt. Na, auf der Geilste. Und zu bescheiden. Wir haben die Reise in den drei Seen abgeschlossen. Laut Fräulein Cogita müssen wir uns nun zum Nebelruin aufmachen. Ich habe keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber alte Ruinen lassen mein Herz immer höher schlagen. Lass uns aufbrechen. Okay. Darf ich mal zurück in mich heilen oder so? Nö. Nochmal Pokémon austauschen? Nee. Waren wir hier schon mal? Glaub schon, wa? Das sind also die Nebelruinen. Von alters her heißt es, dass Nebel die Grenze zwischen Welten verschwimmen lässt. Um die Welt der Menschen, die der Pogen, die der Mythen zusammenbringen, braucht es möglicherweise einen Ort wie diesen. Aber was genau sollen wir hier eigentlich tun? Ihr habt Glück, dass ich hier bin. Darum genau danach, wenn wir die drei Prüfungen absolviert haben. Man könnte meinen, sie hätten uns vom Himmel aus beobachtet. Ein äußerst bemerkenswertes Pokémon hat mir geholfen. Meinen Sie etwa jenes Pokémon, das durch die Luft von ganz Isui fliegt? Aber sollten wir uns für später aufheben? Wie können wir die rote Kette erschaffen? Es gibt vieles, was er weiß, aber dies gehört leider nicht dazu. Bedenkt, wir haben es hier mit einem mächtigen Gegenstand zu tun, der Welten binden soll. Ich glaube kaum, dass ein einfacher Mensch ihn anfertigen könnte. Und was machen wir jetzt? Sollen wir der ganze Suche nach einer Herrschungsmethode absuchen? Oh, die drei Pokémon der Seen. Du erhältst die rote Kette.
Und keine Erklärung dazu, was überhaupt im Hintergrund diese Abbildung darstellen sollen. Also war das Versprechen, an das ich meine Familie über Generationen gehalten hat, doch Wirklichkeit. Nach all den Jahren fällt diese Last von meinen Schultern. Wie es aussieht, hat es mal wieder Erfolg, Michael. Jo. Abgesehen hiervon scheint es in Hisui aber gerade drunter und drüber zu gehen. Was? Warum? Kannst du mir eine Erfahrung bringen? Und ob er mir eine Erfahrung bringen konnte, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.